Ein lautstarkes Hallo aus Wapidro City, die Pokémon-Hauptstadt der harten Musik. Ich bin Kentaki und ich begrüße euch zu einem weiteren Moveset-Guide hier auf meinem Kanal. Ja, wieder im Doppelpack, diesmal Despotar. Ihr habt dafür abgestimmt. Und ja, also vorher natürlich Empoleon. Das war sehr knapp und ich habe dann einfach das zweite genommen, was kam. Und das war dann Despotar. Neue Abstimmung. Ich kann jetzt Community-Beiträge machen. Das heißt, ich muss das nicht mehr im Video machen. Ich kann jetzt einfach einen Community-Beitrag starten. Da könnt ihr abstimmen. Ich habe das auch schon gemacht. Ihr habt auch schon abgestimmt, zuletzt als ich geschaut habe, waren es 114 oder so, was schon massig ist, viel zu nice. Und ja, ich freue mich, dass das jetzt möglich ist. Anscheinend ist es ab 500 möglich und dann eine Woche später. Und wir haben ja schon die 500 schon relativ lange erreicht. Und ja, ansonsten schaut da gerne vorbei in meinen Community-Beiträgen, wenn ihr noch abstimmen wollt. Ich habe Arcani, Raikou und Panferno zur Abstimmung freigegeben. Und ja, genau, deswegen sind wir hier und heute bei den Singles-Set tatsächlich. Das ist das Video für Singles. Dann haben wir noch eins für Doubles, wie gesagt, hochgeladen. Falls ihr da lieber ein VGC, ein Doppelkampf-Set sehen wollt, dann da vorbeischauen. Wenn ihr beides sehen wollt, einfach bei beiden vorbeischauen. Und ja, ansonsten, falls euch sowas gefällt, ihr mehr Guides sehen wollt, ihr mehr anderen Content sehen wollt, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Das würde mir sehr, 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 sehr helfen. Vor allem, weil es halt auch wirklich vielen Neueinsteigern, vielen Anfängern, aber auch vielen Leuten, die sich generell für dieses Meta interessieren, weil es ist eben ein Meta, was ja relativ nochmal ein bisschen anders und neu ist zu Schwert und Schild. Falls ihr euch da irgendwie reinfuchsen wollt oder falls andere sich da reinfuchsen wollen, ist ganz praktisch, wenn ihr mir da Like und Abo da lässt, dann erreicht das die Leute auch. Und ja, dann deswegen kommen wir direkt zu den Basiswerten von Despotar, weil die sind krass. Das ist nämlich ein pseudo-legendäres Pokémon, wie man so schön sagt, aus Johto tatsächlich das. Wir haben hier 100 KP, was mega gut ist. Also 100 KP, also der Wert 100 sieht den anderen Werten immer nicht so krank aus, aber in KP ist es umso kranker. Wir kommen auf einen mega krassen Wert. 134 Angriff ist auch sehr, sehr stark, vor allem mit dieser Typenkombination, wo man wirklich vieles neutral bis sehr effektiv trifft. 110 Verteidigung, auch sehr, sehr gut. Man kann sogar sehr effektive Attacken teils gut wegstecken. 95 Spezialangriff ist nicht schlecht. Man kann damit Vierfachschwächen ganz gut treffen, was in diesem Meta vor allem häufiger vorkommt. Und dadurch, dass es auch ein Gen 2 Pokémon ist, lernt es auch sehr viele Attacken, die eben relativ untypisch sind auf den ersten Blick. Also so dieses typische Gen 1, Gen 2 Syndrom mit Donnerblitz, Eisstrahl, Flammenwurf, dies, das. 110 Spezialverteidigung, 100, Entschuldigung, 100 Spezialverteidigung. Was auch sehr, sehr cool ist, weil, was viele nicht wissen, durch Sandsturm, den es auch selbst durch seine Fähigkeit erzeugt, kriegt es einen 1,5 Boost auf den Spezial, auf die Spezialverteidigung. Das heißt, Wasserattacken, Eisattacken, was auch immer, also alle speziellen Attacken, lebt es wirklich gut. Und deswegen wird es auch häufiger mal gerne speziell defensiv gespielt. Und die 61 Initiative sind somit noch das Schlechteste, aber es ist okay. Man kann damit arbeiten. Es hat die Attacke Drachentanz. Ja, mit 61 Initiative kann man damit wirklich arbeiten, aber man muss wirklich extrem viel Initiative investieren, damit man einige Pokémon auch damit überholen kann. Aber wenn es das tut, dann kann es auf jeden Fall einem Drachentanz mit seinen 134 Angriff auf richtig gut Schaden erzeugen. Also das ist insgesamt ein sehr, sehr starkes Pokémon und es war schon seit Gen 2 so. Also es wurde halt immer besser und besser. Gen 2 war es gut. Gen 3 wurde es noch viel besser, weil es den Sandsturm dazu bekommen hat, hat dadurch aber nicht die Spezialverteidigungsboost bekommen, aber hat dadurch ein bisschen Schaden bekommen. Man darf nicht vergessen, man kriegt immer durch Sandsturm, wenn man kein Gestein, Stahl oder Boden-Pokémon ist, immer ein bisschen Schaden. Und dieser Schaden, dieser Grundschaden, den er dadurch erzeugt hat, der sich dann von Runde zu Runde gestaut hat, war halt schon vom Vorteil, um die Kills zu bekommen. Und dann halt jetzt seit Gen 4 dann noch die Spezialverteidigungsboost, den man dazu bekommen hat, der übelst gut war. Und die Tarnsteine, die es noch legen konnte, was auch ziemlich cool war. Verfolgung auch seit Gen 3, by the way. Heutzutage gibt es das nicht mehr, aber früher war es ganz cool, um so Sachen wie Latios zum Beispiel oder Tirati auch in erster Linie rausnehmen zu können oder zumindest gut Schaden anstellen zu können. Sei jetzt mal Tirati vielleicht so in Anführungsstrichen, weil es war damals noch neutral und man hatte Stahlattacken gegen Despotar. Aber für sowas wie Latias, Latios zum Beispiel, für Gengar in erster Linie, Fokusstoß hat es auch erst seit Gen 4. Also da war es halt sehr, sehr gut. Gen 5 hat es, denke ich,
nicht wirklich viel dazu bekommen. Es war aber, kontinuierliches Wetter, ne? Das war cool. Da hat es so Partner wie Stalobor dazu bekommen. Gen 6 hat es eine Megaform bekommen. Also das Pokémon wird von Generation zu Generation einfach besser. Und ist eigentlich schon nochmal ein bisschen schlechter geworden, aber immer noch gut. Ich glaube, den Höhepunkt hat es wirklich so Gen 6, Gen 5, Gen 6. Ja, Gen 5, Gen 6 waren so die Höhepunkte. Gen 7 war es auch noch gut. Ja, das zu viel zu den Basiswerten. Kommen wir nun zu den Movesets. Wie gesagt, Singles-Videos sind immer ein bisschen kürzer, aber ich zeige euch eigentlich nur Movesets. Ich sag auch so ein bisschen die Rolle dazu. Weil im Einzelkampf gibt es halt Rollen. Man kann Partner auch tatsächlich machen, wie gesagt, immer. Aber bei VDC ist das nochmal ein bisschen entscheidender. Beim Einzelkampf achtest du mehr so ein bisschen auf Synergien. Und was das Gesamtkonzept des Teams ist. So auch ein bisschen, ob es balanced ist, ob es ein Stall-Team ist, ob es Hyper-Offense ist. Das ist immer so ein bisschen so die Sache. Also beim Einzelkampf, da das zu sagen ist, halt wichtiger, deswegen gebe ich euch beim Doppelkampf Partner und Gefahren nochmal zu nennen, ist da nochmal wichtiger, obwohl man hier auch Gefahren machen könnte, klar. Hier zeige ich euch nur die Sets. Ja, das erste Set, das ist das, was man auch am häufigsten spielt, tatsächlich noch aktuell. Despotar ist im Einzelkampf gerade nicht so beliebt, weil es gewisse Pokémon gibt, die es wirklich sehr, die halt auf denen sehr viel Druck aufbaut. Aber man kann es sehr gut spielen. Es ist kein schlechtes Pokémon. Aber es ist halt nicht so wirklich in den Top 10, sage ich jetzt mal. Das beste Set, was man aktuell spielt, ist ein Walband-Set. Das kann man Froh-Oder-Art spielen. Ich habe es jetzt Froh gespielt, damit man auch garantiert Cherox überholen kann. Wir haben Steinkante. Also Walband-Steinkante macht extremen Schaden auf so viele Pokémon. Da hat man wirklich nicht wirklich viele Switch-Ins. Ja, also da kommen Stahl-Pokémon rein. Aber gegen die hat man halt so Sachen wie Erdbeben und Feuerzahn, wofür wir uns auch entschieden haben. Steinkante plus Knirscher. Ich habe es ja schon bei der Basiswertsumme gesagt. Es gibt nicht viel, was in diese Kombination reinkommt. Weil einfach sowohl Gestein als auch Unlicht ein sehr gutes offensives Typing ist. Also ein sehr guter offensiver Typ. Und deswegen kann man da nicht viel reinwerfen. Und mit Walband hast du auch diesen sofortigen Schadensbonus. Bei Drachentanz muss man erstmal den rauskriegen. Und das ist immer so eine Sache der Positionierung. Weil man muss sich immer am Ende des Tages fragen, wo kann ich Drachentanz drücken, ohne dass ich dagegen verliere, ohne dass ich zu viel Schaden kriege, ohne dass ich vielleicht eine Donnerwelle abkriege, ohne dass ich vielleicht ein Irrlicht kriege. Man muss sich dahingehend so ein bisschen in die Position schaffen. Was nicht immer einfach ist, weil Despotar auch relativ viele Schwächen hat. Aber es hat auch ein sehr gutes, ja, es hat sehr gute Defensivwerte. Was es dann wiederum auch zu einem Pokémon macht, womit man auch relativ gut noch einen rauskriegen kann. Ja. Aber hier haben wir uns halt für den Walband-Set entschieden, weil man macht halt sofortigen Schaden. Und da, wie gesagt, Steinkante knirscht halt super gut. Erdbeben für Heatran, weil da muss man die Steinkante dagegen nicht treffen. Die reicht auch nicht immer tatsächlich. Aber mit einem Erdbeben kriegt man ihn auf jeden Fall garantiert raus. Und das ist so ein bisschen das Entscheidende. Feuerzahn, da kann man sich halt auch noch entscheiden. Das ist der letzte Move. Will ich Cherox ertreffen oder will ich Knackrack und Skorgro ertreffen? Und da kommt es wirklich dann wieder aufs Team an. Was stört mich mehr, wenn ich dagegen spielen muss? Stört es mich mehr mit meinem Team, dass ich gegen Cherox muss? Stört es mich mehr, dass ich gegen Knackrack oder Skorgro muss? Habe ich Pokémon, die in eine Bodenattacke gut reinkommen? Habe ich Pokémon, die gegen Cherox ganz gut sind? Muss man halt immer meines Tages am Team dann abhängig machen. Aber ich habe jetzt den Feuerzahn einfach genommen, weil ich jetzt einfach mal davon ausgehe, okay, wir haben sowas wie Rotom zum Beispiel, was in Knackrack und in Skorgo reinkommt. Wir haben vielleicht noch andere Sachen, die schweben, fliegen. Bin ich jetzt von dem Standpunkt ausgegangen. Und ja, deswegen, ich bin übrigens frohes Wesen, damit wir auch garantiert jedes Cherox überholen. Auch wenn Cherox Voll-KP, Voll-Angriff oder Voll-KP, Voll-Spezialverteidigung gespielt wird. Aber für den Fall der Fälle oder falls man da irgendwie gegen, ja, Empoleon spielen muss, vielleicht so ein Agilitätsset, dann ist man schneller, ohne dass es eine Agilität rausbekommen hat. Oder kann man da auch auf jeden Fall ein Erdbeben vielleicht drücken, muss man keine Angst haben, dass man dagegen ein Setup verliert. Oder wenn es einfach nur ein scheues Empoleon ist, mit Zauberwasser, ohne Agilität, auch fein. Aber mit frohem Wesen überholst du den halt zum Beispiel garantiert. Den hatten wir auch letztes Mal, ne? Und der kann sonst sehr gefährlich werden, wenn man da nicht so ein bisschen aufpasst. Und da ist, glaube ich, ja, nicht nur glaube, aber so ein frohes Walband-Despot auch schon ganz cool. Wenn man das nicht braucht, kann man auch hartes Wesen spielen.
ist jetzt keine Vollkatastrophe, ist jetzt nicht die Welt. Muss man, wie gesagt, am Ende des Tages immer für sich selbst entscheiden. Ich biete euch die Basis an, Sets, mit denen man sehr gut spielen kann. Wenn das nicht so ganz in euer Team passt, so wie ich es gerade habe, dann ändert da so kleine Sachen wie Feuerzahn zu Eiszahn, Froh zu Hart, weniger Angriff, vielleicht ein bisschen mehr KP, vielleicht weniger Initiative. Ist euch überlassen. Dann als nächstes, und das ist auch so ein Set, was man noch am ehesten gut spielen kann, was es am ehesten aber auch sehr, sehr gut spielen kann, neben dem Wahlbahn-Set, und das ist ein Drachentanz-Brunus-Bären-Set. Ja, man weiß, also ich habe schon gesagt, mit Wahlband hat man als Gegner es nicht leichter, einen Despot hereinzuswitchen. Wenn ihr einen Drachentanz draußen habt, dann müsst ihr da auch nichts, wie wir so schön sagen, predicten. Predicten heißt so viel wie vorhersehen, sozusagen erahnen, was der Gegner jetzt gegen euch reinbringt. Da könnt ihr dann einen Drachentanz auf jeden Fall immer... Oh, dann ist mal das eine Pokémon drin, drücke ich die Steinkante. Da kommt halt irgendwas, was in die Steinkante reinkommt, Stahl-Pokémon, gut, dann gehe ich jetzt auf das Erdbeben. Und so weiter und so fort. Also da muss man sich eben auf nichts locken, weil mit Walban und Walschall ist man auf jeden Fall auf irgendwas gelockt, wie man so schön sagt. Also man muss diesen Angriff die ganze Zeit einsetzen, bis man wieder rauskommt und wieder neu reinkommt. Deswegen, ja. Problem an dem Drachentanz-Set ist, habe ich auch schon gesagt, man muss sich in eine Position hineinbegeben, man muss gegen ein Pokémon stehen, gegen den man auch drücken kann. Wenn ich gegen ein Panferno oder Karpel stehe, kann ich es mit dem Drachentanz vergessen. Wobei man es auch mit dem Walban so ein bisschen immer ein bisschen schwierig ist, weil die überholen, aber ihr wisst, was ich meine. Also, oder wenn man da gegen ein Pokémon ist, ich glaube, das ist nochmal ein bisschen besseres Beispiel. Zum Beispiel sowas wie Empoleon, was jede Wasser drücken kann auch. Okay, da kann man auch einen Drachentanz drücken. Anderes Beispiel, vielleicht Rotom, ja, genau. Dass man da vielleicht sagt, okay, die Hydro-Pumpe macht mir dann doch zu viel Schaden. Das ist ein bisschen problematisch. Aber mit dem Walband-Set würde man den zum Beispiel auch instant Schaden drücken. Man muss halt, wie gesagt, immer gucken, wogegen haue ich ein Setup raus. Und ja, deswegen auch die Brunus-Büro übrigens, wegen dem Empoleon-Tipp. Sei jetzt mal, also wenn man dagegen steht, kann man gegen ein Siedewasser da auch einen Drachentanz drücken. Solange der jetzt vielleicht kein Volltreffer landet, tankt man den auch ganz gut. Also man hält den ganz gut aus wegen dem Sandsturm, das habe ich ja schon am Anfang gesagt. Spezialverteidigungsboost kriegt man durch den Sandsturm. Und dann kann man auch leichter rauskriegen. Muss halt immer gucken, weil es gibt ja auch so, es muss sich auch nicht lohnen, auch wenn man den raus hat. Weil es gibt dann, wie gesagt, so sagt Pokémon wie Karpels, die sind sehr häufig. Auch so ein Grund, warum man wahrscheinlich Despot hat, eher weniger sieht. Weil auch mit einem Drachentanz-Set, bam, ein Tempo-Hieb und er ist tot. Oder halt ein Walschall. Panferno ist jetzt auch keine Seltenheit. Das heißt, wenn ihr da einen Drachentanz habt, brauchen wir einen zweiten, damit ihr den überholt. Weiß nicht. Einen zweiten rauszukriegen ist ein bisschen schwieriger, tatsächlich. Deswegen ist es ein bisschen gefährlicher. Ja, das ist das Drachentanz-Set. Dann, was wir noch haben, das ist dann auch wieder so ein Ding... der kann auch ein bisschen anders gespielt werden. Ich habe da jetzt ein Schuka-Bären-Set. Das Set ist jetzt auch so ein bisschen dazu da, Schaden auf den Gegner zu machen, aber ein bisschen passiver als Walband. Ja, das Drachentanz-Set ist mehr so, ja gut, das Drachentanz-Set war jetzt so ein bisschen flexibler. In der Regel am Ende so, wenn man sich so in die Position gekämpft hat, dass man alles noch rausnehmen kann. Oder... Und das ist auch etwas, man darf das nicht zu einseitig sehen. Wenn ihr ihn sagt, okay, nach einem Drachentanz kriege ich genug Schaden auf dieses und dieses Pokémon, damit zum Beispiel mein Walschall-Panferno durchgehen kann. Ja? Da ist das Drachentanz-Set zum Beispiel nicht unbedingt ein Late-Game-Sweeper, um darauf nochmal zurückzugreifen. Also Late-Game-Sweeper heißt etwas, was am Ende durchgehen kann, sondern auch ein Breaker, also etwas, was die Defensive durchbrechen kann, damit irgendwas, was vielleicht jetzt nicht diesen sofortigen Schaden hat, wie sowas wie Panferno halt zum Beispiel, da auch leichter einfach sich mit Walschall auf Nahkampf locken kann oder Flammenblitz locken kann und dann halt den Rest rausnimmt. Aber dieses Set ist halt für Chip einfach. Also wir sind da auch sehr, sehr schnell. Ich habe da voll Initiative, voll Angriff tatsächlich, 4 in der Spezialverteidigung. Das soll einfach nur die Tarnsteine legen, weil, wie gesagt, wir sind in einem Meta, mittlerweile auch seit Gen 5 auch schon, in dem wir sehr viel Kehrtwende und Voltwechsel drücken. Und das heißt, generell auch in einem Meta des Einzelkampfes, in dem viel getauscht wird. Und da sind Tarnsteine halt sehr vom Vorteil. Da könnt ihr eben Tarnsteine legen, kriegt nochmal Sandsturmschaden auf die Gegner. Und dann habt ihr das auch irgendwann geschafft, vielleicht für Panferno am Ende oder für Gengar oder für Lucario von mir aus, wenn man es jetzt auf mein anderes Team bezeichnet oder auf das Team, was ich da mal gezeigt habe, dass man da ein bisschen Vorschaden kriegt. Brüller haben wir eben drauf
Und das ist halt ganz wichtig. Falls der Gegner eben sein Wasser-Pokémon oder seinen Switch in Despotar reinwirft, können wir darauf eben den Brüller zünden und dann kriegt der Tarnsteinschaden und wird nochmal rausgewechselt. Und vielleicht kommt nochmal irgendwas, das Probleme gegen Knacker gehabt. Dann kann man da auf jeden Fall zum Beispiel mehr Schaden drauf kriegen. Vielleicht ein Knirscher landen, vielleicht ein Stein kann er dann das nächste Mal landen. Und ja, das soll einfach so ein bisschen Grundschaden legen und die Tarnsteine in erster Linie drücken. Und das ist halt sehr vom Vorteil. Das kann sehr vom Vorteil sein. Muss man sich halt immer entscheiden, was man für Set braucht. Aber das Set ist auch cool. Wir sind, wie gesagt, voll Initiative, voll Angriff. Mit einem harten Wesen, aber diesmal. Und, ja, so viel zu dem Despotar-Set. Kommen wir nun zu einem etwas kreativeren Set. Das ist jetzt von mir so direkt. Es ist ein Mix, sage ich jetzt, Mix mit Schuke-Beere. Die Idee dahinter. Und die Idee dahinter ist ein bisschen komplexer, sag ich mal. Mit dem Set wollen wir einfach so viel treffen, wie es geht. Steinkante, Knirscher, Feuersturm, Eisstrahl sind die Attacken. Mit Steinkante treffen wir sehr vieles gut. Mit Knirscher treffen wir auch sehr vieles gut. Und Feuersturm und Eisstrahl sind halt, ja, für die Top-Mons aktuell. Also Eisstrahl trifft Skorgro sehr, sehr gut. Trifft Knackrack sehr, sehr gut. Feuersturm wiederum kann das Scherox, gegnerische Scherox, rausnehmen einfach. Flammenwurf tut's leider nicht ganz, aber Feuersturm tut's. Wir haben genug Initiative, um ein Scherox zu überholen, was kein Initiative-Investment hat. Die meisten haben EKP, Spezialverteidigung. Die haben nicht wirklich Initiative. Genug Spezialangriff, um's Knackrack rauszunehmen. Um Skorgro extremen Damage zu drücken. Und genug auch, um mit dem Feuersturm auf jeden Fall Scherox rauszunehmen. Der Angriff ist eben dafür da, dass wir mit dem Sandsturmschaden und Tarnstein, eventuell den Tarnsteinschaden, aber mit zweimal Sandsturmschaden, Latios rausnehmen können. Wir leben den auch ganz gut. Und der Rest ist einfach in KP, damit wir auch die Angriffe gut leben. Schukebeere eben, einfach um einem Erdbeben von Knackrack zu, ja, überleben. Das ist halt ganz wichtig mit dem Set. Boah. Das ist dieses Schuke-Beeren-Mix-Set. Ja, hab da so ein bisschen rumgekalkt. Ist jetzt mehr so ein bisschen von mir, dieser Spread. Aber rein von der Idee funktioniert's. Auf jeden Fall. Man müsste es nur mal gucken. Man muss sich auch ein bisschen mal zweimal überlegen, ob man dann sowas spielen will. Aber es ist auf jeden Fall so ein bisschen Antimeter-mäßig. Also ist halt nichts Typisches. Ja, und dann zu guter Letzt haben wir noch das Fokus-Gurt-Set. Das ist so ähnlich wie das Brüller-Set. Nun haben wir Steinkante, Knirscher, Erdbeben für sowas wie Magnezone und Heatran. Tarnsteine soll es einfach legen. Und mit dem Fokus-Gurt leben wir halt garantiert. Und dann können wir halt einfach die Tarnsteine garantiert rauskriegen. Außer der Gegner, ja, leadet mit Karpilz und drückt uns so Pilzspore rein. Das ist halt immer nur so eine Sache, die man bedecken muss. Aber ansonsten Tarnstein legen, Steinkante, Knirscher, Erdbeben, so viel Schaden, versuchen sie Schaden mitzunehmen, wie es nur geht, für die anderen Pokémon dann später. Und das ist eben das, also es ist relativ einfach erklärt. Auch nicht so ganz mein Favoriten-Set. Das beste Set ist halt meiner Meinung nach das erste, was ich euch gezeigt habe. Ich zeige euch immer ja das Beste in meinen Augen, das ist halt das Wahlband-Set, weil dafür hat man nicht wirklich viele Mods, die man reinwerfen kann als Gegner. Und das ist halt, es kann sehr gut von Vorteil sein, wenn man da sehr viel Schaden auf Pokémon bekommen hat. Für etwas, was dann später durchgeht. Und ja, genau. Auch auf jeden Fall als Tipp, so mit dem Wahlband-Set ist eigentlich ganz gut, wenn man sowas wie Scherox, Rotom, die sind halt sehr, sehr cool damit, weil Voltwechsel, Kehrtwende, da kommt man halt ganz gut rein. Wenn da so ein Feuer-Pokémon zum Beispiel Scherox reinkommen will, Kehrtwende drauf, zack, kommt plötzlich Despotar rein. Das ist halt ganz geil gegen Feuer-Pokémon. Ja. Genau, das war auf jeden Fall Despotar Einzelkampf-Sets. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Falls euch auch noch andere Sets einfallen für Despotar, schreibt es gerne in die Kommentare. Es ist viel eigentlich mit dem möglich. Ich habe euch jetzt nur so die 5 gezeigt, wo ich sage, hey, die sind ganz geil eigentlich für Einzelkampf oder die können ganz gut funktionieren. Definitiv gibt es auch mehr Sets. Man könnte auch so ein Stuff wie Wahlglas spielen, Eisstrahl, Flammenwurf, Finsteraura und irgendwie sowas. Klar, kann man immer machen. Oder halt so ein Rock Polish Set, sagt man, also ein Steinpolitur Set. Geht viel. Aber ich habe euch jetzt erstmal die 5 nur gezeigt. Wie gesagt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Mittag, Abend, Tag. Ein nice Life. Rock on und macht's gut. Ciao.